Läuft doch alles. So. Also mit Kindern alles gut. Alles super. Läuft. Und auf Tablet auch interessant. Welterstellung dauert, glaube ich, ein bisschen lange, oder? So, jetzt arbeitet hier natürlich keiner, ne? Weil zwei sind noch suspended. Der hier. Und der. Bei den anderen ist so ein rotglühender Stein drauf. Das heißt, der arbeitet. Ich kann die Jobs aber ja theoretisch so lassen, weil wir verbrauchen ja keine Kohle. Außer jetzt noch für Stahl. Für alles andere wird ja keine Kohle verbraucht. Das kann ich mir vorstellen. Das Spielen ist ja auch meist, bis du eine gewisse Größe hast. Ich glaube, dann wird es auch auf dem Tablet problematisch. Außer du hast ein richtig starkes Tablet. Aber selbst mein Rechner gibt ja manchmal. Also bei der einen mit den Wehrwieseln hat ja mein Rechner auch aufgegeben. Das war ja auch Dia-Show nachher. Nicht, dass das Spiel sowieso eine Dia-Show ist, aber. So, wie mache ich denn. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie ich das jetzt alles sauber hinkriege. Das Erz muss runter. Die Betten auch? Wenn du jetzt vorschlägst, die Betten hier runterzubringen? Ich könnte eigentlich müsste ich die Schmelzen hier oben auflösen, damit da keiner mehr arbeitet. Das ist ja Verschwendung. Was machst du denn da jetzt? Du hast gerade einen Eisenblock geschnappt. Weil hier die Smelter sind. Reiße ich die Smelter hier oben jetzt ab? Dann müssen die das halt immer runterbringen. Aber ich habe das Kohleproblem nicht mehr, ne? Und die Barren landen trotzdem. Ne, die Barren müssen ja auch unten landen. Also ich muss unten jetzt erstmal. Okay. Wir lassen die hier oben erstmal noch arbeiten, bis das unten fertig ist. So eine Ebene drüber. So. Hier sollte ja hoffentlich keine Magma mehr sein, dass ich hier vernünftig mit meinen coolen Räumen arbeiten kann. So, wir haben ja einen Raum hier. So. Da machen wir einen hin. Da machen wir einen hin. Hier machen wir auch einfach nochmal. Das geht nicht auf. Das ist doch total doof, das so zu machen. Bin dann so. Ist zwar jetzt auch nicht symmetrisch, weil ich den Raum hier anders bauen musste. So, da sind die Miner erstmal beschäftigt. Dann machen wir einen Raum, keine Ahnung, in zwei Räumen bekommen die Ärzte. Dann können die schleppen wie doof. Immer wenn ich neu designiere, können die dann erstmal alles runterschleppen. Ich lasse nur Ärzte runterbringen, die wir auch brauchen. Und der eine kommt dann halt für die Bars. Und alles, was dann fertig ist, Statuen, Quarz, Waffen, Rüstungen, das sollen sie dann hochbringen. Und dann bin ich halt überlegen, ob ich hier unten wirklich noch Betten und sowas hinsetze. Interessant. Jetzt habe ich natürlich kein Tablet, dass ich es mal ausprobieren könnte. Außerdem lässt sich mit dem Tablet, glaube ich, schlecht streamen. Deswegen lasse ich es so, wie es ist. Ach, der mit seinem Kind. Dann können wir doch mal sicher sein, dass das halt nicht der mit dem, der knusprige Zwerg war. So, will ich jetzt draußen mein Militär hinschicken, um diesen Siege endlich mal zu beenden? Nee, ne? Das Risiko möchte ich, glaube ich, nicht eingehen. Und diese komischen Zwips tun uns nichts, ne? Nö, die fliegen einfach nur irgendwo hier oben rum. Dann sollen sie das machen. Einfach wo sind unsere Nobles jetzt zufrieden? Nein, der Major ist immer noch unglücklich, weil der Major sein Büro nicht mag. Major wohnt doch hier oben. Hier ist der Baron. Hier, da wohnt der Major. Der
muss doch zufrieden sein. Das ist sogar engraved jetzt. Der kann gar nicht mehr jammern. Müsste der tapfere, knusprige Zwerg jetzt seine eigene... Warte mal, wir können ja... Nee, eine Gruft kann er... Wir haben ja keine Leiche von dem. Die ist ja verbrannt. Wir können natürlich sagen, hier, da ist jetzt hier... Wir können den ja auch hier mit reinsetzen. Sein Tun. Haben wir hier knusprigen Zwerg? Den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr in der Auswahl, weil den gibt es ja. Also der ist ja verbrannt. Aber wir können ja mal durch. Ich kann ja auch searchen. Kann ich nach dem Namen suchen? Na, knuspriger Zwerg. Gut, der knusprige Zwerg wird jetzt hier erstmal... Nein, der wird erstmal beim Baron gelagert. Ist das okay, wenn er beim Baron gelagert wird? Ja, ne? Ja, der kommt jetzt hier rein. Jetzt wäre es natürlich cool, wir können ja noch bei UMQ noch einmal sagen, wir machen Statuen nachher noch aus dem. Und dann gucken wir, bis wir eine knusprige Zwergstatue haben und die stellen wir irgendwo dazu. Wir müssten auch für den knusprigen Zwerg ein Slab anlegen, glaube ich, da wir den ja nicht wirklich begraben können. Da, knuspriger Zwerg. Sonst gibt das wieder Stress mit dem Geist. Dann haben wir den knusprigen Zwerg überall als Geist rumfliegen. Das wollen wir ja auch nicht. Außerdem wird immer unten zwischen den Schmieden rumgeistern. Das hätte natürlich was, ne? Damit alle Schmiede da unten direkt sehen, ah, seinetwegen haben wir es geschafft, dass wir hier überhaupt mit Magma arbeiten können. Und wir haben eine unglaublich große Engraver-Armee, ne? Das sind gerade 8 Zwerge, die am Rumengraven sind. Kein Wunder, dass das so schnell geht. Aber hier nicht. Die Statue zählt als Wand, ne? Da wird nicht engraved und da wurde nicht mal gesmoothed, weil die Statue schon stand. Wusste ich gar nicht, dass die Statuen als Wand zählen. Das stört jetzt wieder voll meine Optik. Also müssen die Statuen erstmal wieder weg. Das geht so nicht. Sorry. Nimm die Statuen weg. Das geht so nicht. Essen, trinken. Trinken wird knapp, ne? Wir waren doch vor fast bei 1000. Wo ist denn hier unser Brutwing vom Platz? Muss die Conditions höher setzen? Na, das habe ich hier schon wieder. So, da. Mach das lieber höher. Nur für den Fall. Da. Restart if completed. Habe ich das oben hier? Wahrscheinlich Mist jetzt eingestellt, ne? One-time order. Soll es ja nicht sein. So. Restart if completed. Condition check daily. So, richtig. So. Weil der Nahrungsstockpile ist halt voll. Ich könnte auch einen zweiten daneben machen. Machen wir 2 Nahrungsstockpiles. Bei Food. Ne, warte mal, jetzt muss ich. Erstmal, warte, den machen wir weg. So, jetzt drehen sie erstmal alle wieder durch. Oh Gott, der Stockpile ist weg. Hier wird jetzt alles, der Block All, nur Prepared Food und die Getränke. So, die Drinks kommen mit rein. Dann sollte das doch passen. Ich hätte mir vorher die Settings von dem anderen Stockpile angucken sollen, habe ich aber nicht. So. Wie schaut es jetzt hier unten aus? Ihr seid noch am Graben. Und das Floodgate scheint wirklich zu halten. Jetzt räumen die erstmal alles um. Naja gut, warum nicht?
So, B, Alt S. So, Memorial Slab für den knusprigen Zwerg. Den hätten wir da unten hinsetzen müssen, ne? Da haben wir nur unten keinen Platz für. Können wir neben den hätten wir neben den Hebel setzen müssen. Warte mal. Doch nicht hier, warte. Weg damit. Dir auch eine gute Nacht und morgen einen wunderschönen Start in die Woche. Schön, dass du da warst. Ich baue den da oben neben den Hebel. Als Erinnerung. So. Es muss extra wieder ein Zwerg da runterlaufen, um diesen Slab da zu setzen, aber ist egal. So, seid ihr jetzt zufrieden? Nein. Werdet ihr auch nicht mehr. Der Major wird niemals zufrieden sein. Ich weiß nicht warum. Needs decent office, hat aber nur ein Office. Ich werde da nicht schlau draus werden. Ja, natürlich. Also ich werde es auf alle Fälle in Discord schreiben, den nächsten Stream. Wie gesagt, das kriegen wir hin. Wie gesagt, ich schaue mal die Woche auf alle Fälle in Starbase rein und wenn das so läuft, wie ich das möchte, dann wird es montags wieder jetzt halt regelmäßig dann auch Streams geben, wo dann Starbase läuft, weil die vom Satisfactory Stream, halt Mirko und Markus, haben das Spiel auch und wir wollten das zusammen spielen und dann trifft man sich da vielleicht auch mal montags sozusagen für einen Stream zusammen, dass man dann zusammendaddelt, aber ich muss mir das erstmal so angucken. Und das Spiel nur einmal die Woche spielen für 3 Stunden Stream, ist sowieso zu wenig. Da muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Und ich möchte immer noch, vor allem weil es jetzt auf YouTube öfters nachgefragt wurde, den Adventure-Mode auch testen. Das werde ich wahrscheinlich dann auch, vielleicht dann sonntags Fortress-Mode und mittwochs dann den Adventure-Mode nach den Ferien. Also dann ab übernächster Woche. Wäre auch interessant. Dann wollte ich nicht in meine Staffel 4 Welt einfach mal Festung mal vorbeischauen. Staffel 4? 4, ja. Da, wo noch ein paar verkrüppelte Zwerge leben sollten. Aber das erkläre ich dann noch. Und im Discord kriegt ihr halt die Infos. Wenn sich der Stream verschiebt, ja sowieso, mit den Ferien, das hatte ich ja schon oft genug im Stream Bescheid gesagt, dass ich Urlaub bin für 2 Wochen. Und der ist jetzt ja vorbei, also haben wir jetzt ganz, können wir erstmal wieder ganz entspannt weitermachen. Ich kann aber jetzt schon sagen, in den Herbstferien, die 2. Woche kann ich auch nicht, da bin ich mit meinem Sohn wieder auf dem Schachturnier. Da muss ich den begleiten. Weil ich kann den 8-jährigen Jungen da nicht alleine hinschicken und die Mama hat kein Interesse an Schach. Also muss ich das machen. Happy ist immer noch in Depression, das wissen wir doch schon. Deswegen haben wir dich extra Happy genannt, damit sich das ändert. Habt ihr es hier gleich? Ja, super. Müssen wir noch überlegen, was nehmen wir denn gleich alles? Was packen wir da unten rein in den ersten? Ich glaube nur... Was brauchen wir denn? Nee, gut, Ärzte bräuchten wir eigentlich alle, ne? So, wenn ich jetzt P-Stone, so. Erstmal machen wir hier mal, packen wir mal 10 Wheelchair, machen wir mal 15 Wheelchairs rein, weil die brauchen wir auf alle Fälle. Und dann nehmen wir nur die, wir packen nur die Metall, wir nehmen alle, würde ich jetzt glaube ich sagen. Alle Erze kommen jetzt erstmal rein. Ja, da kommen alle Erze hin. Dann passt das. Der Rest muss halt weggebracht werden. Da müssen wir oben nachher alle... Den alle Erze-Stockpile hier müssen wir theoretisch auflösen.
Den hier. Das ist der Bars-Stockpile. Wir haben eine Menge Bars. Und was war das hier? Das ist die Kohle? Nein. Finished Goods. Was habe ich denn da jetzt alles drin? Ach, alles, was alles mögliche, das aus Metall dann hergestellt wurde. Okay. Die Instrumente spielt also. Ah, okay. Ich habe tatsächlich angefangen, Finished Goods aus, also Crafts aus Metall herzustellen. So viele? Warum? Wer macht sowas? Guck mal, die Schmieden hier oben arbeiten gar nicht mehr. Es ist alles nach unten gewandert. Nee, die arbeiten einfach auch nicht. Ich glaube, wir haben keine Aufträge für die Schmieden. Ja, das wird sich aber ändern. Jetzt, wenn die Schmieden hier unten erstmal, wenn wir es mit dem Magma hier Schmieden hier loslegen können, und wir keine Rücksicht mehr auf Kohle nehmen müssen. Da ist der Geist. Wer bist du denn? Olon lässt. Wann bist du denn gestorben? Mensch. Alt-S, Olon. Ich weiß nicht, wann du gestorben bist. Guck mal, der ist auch. Okay, nehmen wir euch beide, weil der Rest müsste ja. Genau, da fehlen auch noch welche. Ach, ist egal. Ich nehme die beiden noch. Die können auch in unserer unserem Erinnerungslager landen. So, das, die beiden müssen jetzt auch engraved werden. Da unten ist noch nicht mal gesmoothed. Das eine fällt hier. Gut, dass wir so viele Engraver und Smoother haben. Dann können wir unsere Gruft dann auch mal fertig bekriegen. Wenn die sich dazu berufen fühlen. Wir haben ganz schön viele Pfeile nach unten. Die alle deprimiert? Warte.